Willkommen zurück, Freunde. Es ist wieder Montag. Es ist also wieder Zeit für ein Meta-Montag. Das bedeutet, ihr bekommt wieder ein Deck-Profile von mir zu einem Meta-Deck. Das findet ihr unten in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall mal auschecken. Und das heutige Deck, ihr werdet es schon gesehen haben, ist natürlich Prankits. Das Deck wird extrem unterschätzt, ist aber tatsächlich mittlerweile im Meta fest angekommen, wird also auch gut gespielt. Und das Deck ist ziemlich gut. Es lässt sich natürlich auch stoppen, definitiv, denn manchmal kann nämlich ein Ash auf einen Prankits-Effekt schon reichen, um das zu beenden. Aber immer, und das ist der entscheidende Punkt, denn dieses Deck hat alles One-Card-Starter und das Deck muss heute mal an. Hier ist das Deck-Profile zu Prankits für Mai 2021. Wir fangen an mit dem wunderbaren Namen Prankits Roxies. Das Lefee-Monster ist Fels Erde, die werdet ihr schon öfter mal gesehen haben, weil die wird ja auch in Elementarbeiter gespielt. Die hat die Fähigkeit, wenn ihr als Linkmaterial benutzt wird oder als Fusionsmaterial, dann könnt ihr ein Prankits-Monster mit eurem anderen Namen von eurem Deckspezial beschwören und eine Karte von eurer Hand banishen und eine Karte ziehen. Die ist also quasi nicht ganz so krass, aber ihr spielt sie trotzdem dreimal, weil sie halt ein Ein-Karten-Starter ist. Und Ein-Karten-Starter sind immer gut. Die nächste Karte ist natürlich Prankits Lumpsies oder Flummies, wie sie auf Deutsch heißt. Die Karte hat den gleichen Effekt wie Roxies, nur dass sie halt 500 Damage macht, wenn sie halt auf dem Video verlegt wird für Fusions- oder Linkbeschwörung und dann halt ein anderes Prankits Monster specialen kann. Das heißt, auch die ist halt ein Ein-Karten-Starter. Wer hätte es gedacht? Dreimal logischerweise. Die nächste Karte ist natürlich Prankits Dropsies, auch Manic Monster. Auch die ist ein Ein-Karten-Starter und die hat dann die Fähigkeit, dass sie 1000 Life Points generiert, wenn ihr das Material benutzt wird und specialt dann ein Prankits Monster. Seht ihr, worauf das hinausläuft? Ja, jedes Monster von denen ist ein Ein-Karten-Starter. Die nächste Karte, das ist Prankits Fancies. Die Karte schickt, wenn sie als Linkbeschwörung beschworen wird, eine Prankits-Karte auf den Friedhof. Das kann nämlich super hilfreich sein und auch die Karte ist ein Ein-Karten-Starter. So, das waren alle Prankits-Monster. Das letzte Monster im Main-Deck ist der gute Pankadrops. Die Karte ist einfach gut, ihr habt die Möglichkeit, sie zu spielen. Und es ist halt einfach, wenn ihr Second geht, dass ihr sie wirklich spielen könnt. Dafür ist sie halt ziemlich gut. Kommen wir zu den Zauberkarten, denn das werden einige sein. Wir fangen an mit dreimal Prankits Place. Die Karte sucht ein Prankits Monster, macht also das Deck deutlich konstanter. Die hat noch einen zweiten Effekt, dass wenn ihr Link beschwört, alle eure gegnerischen Monster 500 ATK verlieren. Und wenn ihr Fusion beschwört, alle eure Monster 500 ATK dazu bekommen. Ist ein Effekt, der jetzt nicht so krass oft auftritt, aber er kann vorkommen und das macht die Karte halt an sich nicht bad. Dann spielen wir noch einmal Terraforming, No-Brainer, ein Kartenstarter. Terraforming auf jeden Fall wichtig. Dann spielen wir dreimal die Fusionskarte, nämlich Prankits Pandemonium. Diese wunderbare Fusionskarte ist eine Quickspell-Fusion-Spell, die ihr nur in der Main-Phase aktivieren könnt. Das ist wichtig zu wissen, wie ihr das kontern könnt. Und was für euch ganz wichtig ist, nachdem dieser Effekt aktiviert wurde, kann der Gegner nur noch Prankits-Monster beschwören. Kann manchmal reichen, damit ihr nicht auf die Karte werdet. Wenn ihr einen Cosmic habt, aktiviert den in der Stand-By-Phase. Dann kann der den auch nicht drauf chainen und kriegt die Fusion-Summon nicht. Ganz wichtig. Kommen wir zur nächsten 3-Off und das ist einmal Port of Desires. Ja, plus 1. Diese Karte ist insane in dem Deck, denn alle Karten sind ein Kartenstarter. Das heißt, wenn ihr keinen Starter gezogen habt, wenn ihr Desires aktiviert, ist eure Chance so viel größer, einen Starter zu ziehen. Oder wenn ihr einen Starter schon habt, in Boardbreaker-Karten zu ziehen oder in Sachen, die einen aufhalten könnt oder nervige Karten für Gegner, die um Handtrips rumspielen und. Richtig gute Karte im Deck. Die nächste Karte ist Triple Tactical Talents. Ähnliches Beispiel wie Desires, die kann zwei Karten ziehen, die kann Karten vom Gegner wieder zurückmischen, die kann Monsterklauen, wenn wir Second gehen, die Karte ist einfach insane. Und in einem Deck, wo wir einen Kartenstarter haben, ziemlich gut. Die nächste Karte ist Forbidden Droplets. Die Karte ist in ziemlich vielen Decks gut. Hier ist sie auch gut. Warum sollte sie auch nicht so sein? Ihr könntet hierfür aber auch Dark Ruler spielen. Ich persönlich finde aber die Karte flexibler, weil ihr die auch Go First aktivieren könnt und nicht nur Go Second benutzen könnt. Und ihr könnt danach, wie gesagt, noch Damage drücken. Das ist auch nicht verkehrt, weil ihr könntet theoretisch nach OTK. Deshalb ist die Karte auf jeden Fall nicht bad. Dann haben wir das nächste 3-Off. Das ist einmal Prankits Pranks. Die Karte ist actually richtig gut. Die kann nämlich einen Token beschwören und die kann in der Endphase drei Prankits-Karten wieder ins Deck zurückmischen und dann könnt ihr eine Karte ziehen. Das heißt, ihr könnt euch Interruptions reinziehen, die kann aber auch eure ganzen Ressourcen wieder recyceln, damit ihr die aus dem Deck wieder specialen könnt. Wenn ihr zum Beispiel Desires aktiviert habt und keine Targets mehr im Deck habt, gebt ihr euch wieder Access zu den Targets, was halt ziemlich, ziemlich krass ist. Dann kommen wir jetzt zu drei Extendern. Das ist einmal Insane Fusion, die specialt nämlich das Fusionsmonster aus dem Extra-Deck. Richtig insane. One for One, die in dem Fall halt einfach Frenzy specialen kann. Was halt ja, ein Ein-Karten-Starter ist. Es hilft euch manchmal, wenn ihr wirklich auf die Normal Summon, die den Effekt getriggert hat, gehandtrapped werdet. Dafür ist One for One halt hier. Und Monster Reborn, selber Grund wie One for One. Wenn das gestoppt wird,
könnt ihr damit halt weiterspielen. Die letzte Zauberkarte, die ist Called by the Grave. Und wir gehen direkt rüber zu den Traps. Da spielen wir nämlich einmal Red Reboot. Selber nutzen. Wir versuchen quasi unsere Combo durchzudrücken durch Backrow Decks oder durch Hand Traps. Dafür sind die beiden Karten halt da. Und die letzte Karte im Main Deck ist There Can Be Only One, weil jetzt dieses Deck halt null juckt und es eine richtig gute Karte ist für das aktuelle Meta, denn wir haben viele Decks, die auf bestimmte Typen angewiesen sind und deshalb ist die Karte insane. Zum Extra Deck, das ist richtig cool. Da fangen wir an mit der besten Karte im Extra Deck, Miau Miau. Die Karte macht das Deck zu einem 1-Karten-Shutter. Die spielen wir dreimal, weil die insane ist. Die könnt ihr für den Tributeffekt von einem Plinkets-Monster benutzen. Das bedeutet, dass ihr die vom Friedhof banishen könnt und ihr das Monster auf dem Feld nicht tributieren müsst. Das ist insane, denn die Tributeffekte von den Plinkets-Monstern sind ziemlich gut und die sind nicht once per turn. Machen wir weiter mit dreimal Doodle-Doo. Die Karte sucht quasi auf Beschwörung eine Plinkets-Spelltrap. Das kann halt wirklich die Visionskarte sein, das kann Place sein, das kann die andere Karte sein, die euch eine entweder eine Ressource zurückgibt oder einen Token specialen kann. Also eine sehr gute Karte. Und ihr könnt mit der Karte Chainblocken, was auch ganz hilfreich sein kann. Und ihr könnt sich tributieren und ihr könnt zwei Prankets-Karten wieder auf die Hand nehmen, was eure Fusion wieder live machen kann auf einem Feld, was also auch insanely gut ist. Dann haben wir noch einmal Bowerbug. Das ist nicht die beste Karte, die spielt ihr nur einmal, weil sie halt zwar das gleiche machen kann wie Doodle-Doo, nur halt in der gegnerischen Runde, was jetzt nicht ganz so krass ist. Das ist für den Missing Mind Build deutlich besser als für den hier. Aber den auf jeden Fall einmal spielen. Den Rip Roaring Roaster. Wunderbarer Name. Der Name ist einfach insane. Die ist ja wirklich nur dafür da, wenn ihr wirklich ein Heavy Backrow Deck spielt, wenn ihr hochlegen könnt, dass ihr quasi alles crushen könnt. Für mehr ist sie halt nicht zu gebrauchen, aber es ist halt keine schlechte Karte und ihr könnt sie halt einfach machen. Dann kommen wir zu drei generischen Link-Monstern. Das ist einmal Phoenix, einmal Unicorn und einmal Access Code Talker. Die Kombo ist, denke ich, klar. Backrow Removal, generell Removal und halt mehr Removal und OTK. Insane. Dafür sind die Karten hier. Dann machen wir die letzten Prankets-Monster. Das ist logischerweise einmal der Weatherwasher. Gute Karte. Also du kannst Non-Fusion-Monster von dem, was im Friedhof spezial beschwören, was ziemlich gut ist. Die können durch den Kampf zerstört werden. Das heißt, die bleiben auch oft auf dem Feld. Ist also not bad. Dann haben wir Rocket Riot. Die kann direkt angreifen. Machst du eigentlich nie. Du kannst die Karte reduzieren und zwei Nicht-Fusionsmonster von einem Friedhof spezial beschwören. Die ist also auch quasi ein 1-Karten-2-Monster, was auch ziemlich gut ist. Und dann haben wir natürlich noch, ganz wichtig, den Battle Butler, den wir einmal spielen. Der ist halt ein Rangeki im generischen Spielzug. Ja, mehr bleibt ja nicht zu sagen. Und das kann ich halt zweimal machen mit Miau Miau im Friedhof. Und wenn ihr die habt, werdet ihr Miau Miau immer im Friedhof haben. Und die ist, warum auch immer, ein Wind-Thunder-Monster, was ich immer erwähnenswert finde. Und die letzte Karte im Extra-Deck ist Totally Awesome. Ihr könnt sie machen mit zweimal Dropsies und das macht sie auch so viable, dass man sie spielen kann. Weil das legit mal vorkommen kann, dass das relevant wird, weil ihr so viele Monster auf dem Feld oder einfach, keine Ahnung, Negate mehr haben wollt. Ja, das ist das Deck. Die große Frage ist, auf was endet dieses Deck? Und das gucken wir uns jetzt einmal an. Also das klassische Endboard von einem Prankets-Deck ist meistens wirklich der Bowerbug, die Zauberkarte, die was in der Endphase zurückmischen kann. There Can Be Only One, weil das Deck halt so consistent ist. Und eine Fusionskarte. Das klingt erstmal nicht so krass, aber die kriegen ja durch das Fusionsmonster, was sie beschwören, das Fusionsmonster und drei andere Monster aus Feld, die noch mehr Effekte triggern können, was wichtig ist. Und natürlich, der Can Be Only One zerstört dich meistens sowieso. Die haben zwar keinen guten Weg, die Karte zu suchen, aber sie ziehen so viele Karten, dass man die eigentlich fast immer bekommt. Und natürlich, wenn es ganz gut viel läuft, haben sie noch ein Totally Awesome auf dem Feld, was aber jetzt nicht zum Standard-Endboard gehört. Das war das Prankets-Deck. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei gehabt. Dann würde ich sagen, lasst mal gerne mal ein Abo da für den Channel und natürlich ein Like für das Video. Dann sehen wir uns im nächsten Video rein. Ciao, Leute.